Wir haben jetzt da was Neues zu präsentieren. Und zwar nennt sie das Audio Inspector. Laut unser Publikum. Ja, Audio Inspector. Schauen wir gleich, ob das da funktioniert mit dieser HDMI-Übertragung. Ja. Und zwar, was ist das? Das ist jetzt nochmal eine kurze Demo und in der folgenden Zeit werden die Details erklärt. Jo, Audio Inspector, man sieht da, da ist Audio und man hat da so bestimmte Spuren. Das ist eine Multitrack Production und das ist eine Production von der Katrin und dem Holgi. Aha, das mag dieser Beamer da nicht, das Rumswitchen im Fullscreen Mode anscheinend. Aha, der freest anscheinend den Computer. Naja, da sieht man halt nichts. Also, keine Ahnung, was da jetzt los ist. Ja, tun wir rebooten. Der freest anscheinend voll da. Gut, Audio Inspector, also man sieht da die ganzen, der Sinn von diesem Ding ist, also man sieht, was unsere Algorithmen wo machen, damit man das genauer analysieren kann. Und man sieht natürlich, wo die verschiedenen Sprecher sind, was unser Leveler macht, wo er wie eingreift. Das heißt, es ist natürlich einerseits gut, um Fehler zu erkennen, beziehungsweise einen Fehler auszubessern. Dann sieht man natürlich so Sachen wie Noise Reduction, wo das passiert, Audio-Restaurations-Dinger. Probieren wir es einmal mit dieser geringen Auflösung, vielleicht geht das besser für diesen Beamer. Oder mit einem anderen Browser, vor allem was der Firefox. So, dann hoffen wir, dass das nicht wieder freest. Ja. Aha, na, das war natürlich die falsche. Da habe ich diesen Link da hingemacht. Gut. Man sieht es da, man sieht da die Input-Tracks. Das ist eben diese Wochendämmerung von Holger und von Katrin. Und da sieht man schon die einzelnen Spuren. Probieren wir gleich mal, ob das Audio geht. Bei mir, da geht's, ja. Die alten Folgen gehört, das ist darauf zurückzuführen, dass es zwischenzeitlich Grund zur Annahme gab, dass Rodrigo Duterte tot ist. Und man kann da natürlich zoomen, also entweder mit der Maus oder mit diesen Buttons da. Man kann natürlich auswählen, welche Tracks man hört, also zum Beispiel da ist der Intro-Track, das ist da Holger. Darum melden wir halt immer, dass Rodrigo Duterte noch nicht tot ist. Genau, das wollte ich noch erklären. Da hört man das Übersprechen, was da gerade ist. Diese Woche ein Katrin. Problem, und zwar konnte er sich den Namen eines Soldaten nicht merken, der in Riga gestorben ist. Er hat mit der Witwe... Scrollen kann man eben so oder da unten. Dann gibt es da eben auch eine Legende, wo das alles erklärt wird, aber auf das gehe ich jetzt dann im Laufe des Vortrages ein, was das alles heißt. Probieren wir, ob das geht. Fullscreen, scheint jetzt zu funktionieren. Da sieht man jetzt halt weniger bei dieser schlechten Auflösung. Da oben sieht man natürlich auch die Transkripte, wo man natürlich suchen kann. Republikaner zum Beispiel, und der Sieg da halt gleich im Audio-File. Und man kann da hören. Also er ist schon konservativ, ne? Und guckt vielleicht zur nächsten Woche. Aber das muss dann... Gut, dann erklären wir mal, was das alles heißt. Also, nennt sich Audio Inspector. Und jetzt erklären wir die einzelnen Sachen, was unsere Algorithmen da machen. Das ist ein Beispiel. Na, das falsche Beispiel. Das ist ein Beispiel. Das ist jetzt eine Single-Track-Production. Und was sieht man da? Man sieht da mal zwei verschiedene Farben hauptsächlich. Also da gibt es einmal dieses Blau, dann gibt es dieses Gelb
Und in dem Fall heißt dieses, das kann man natürlich in der Legende da unten immer schauen, was das heißt. Also gelb sind die Music Parts, blau die Speech Parts. Und das kann man da ganz schön sehen natürlich, das hat es in unserem alten Player schon gegeben. Also da wird Musik sein. Leben wie Gwaltinger und sterben wie Heller. Und ganz lebendig bei mir sitzt Anna Matscher. Das ist ein Beitrag von Bayern 2 zum Beispiel. Dann sieht man da auch so grüne unterstrichene Sachen. Wo haben wir sowas? Da haben wir sowas. Und das da nennen wir Speech Music Transitions. Was heißt das? Das ist so, ups, ist wieder rausgegangen. Das heißt, das ist so ein Teil, wo quasi Sprache und Musik ist, beziehungsweise irgendwas anderes, was man nicht so genau einstufen kann. Man kann sich das jetzt mal anhören jetzt da. Das heißt, Sie haben ihm vielleicht auch einen Teil Ihres Erfolges zu verdanken. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Zu der Zeit frage ich gleich mehr nach. Aber erstmal hören wir Rebecca Backen, Rater and Cake. Also in dem Fall, dass ich mir da redet halt die Moderatorin über die Musik sozusagen drüber. Vorher war halt die Sprache und erst nachher kommt der Musikteil, der eigentliche Musikteil. So, das sind einmal diese groben Unterscheidungen da in Sprache und Musik. Dann schauen wir uns ein anderes Beispiel an. Das ist, glaube ich, eh schon das, gell? Nein, generell zu den Formaten wollte ich noch was sagen. Also dieser Player unterstützt natürlich alle Formate, was der Browser so unterstützt. Das sind ja alle üblichen Formate, was die Podcaster so verwenden, also Wave, Opus, Ogg, MP3, AAC, was gibt's noch? Dann FLAC zum Beispiel wird auch schon von fast allen Browsern nativ unterstützt, also die neuesten Chrome, Firefox, wie heißt der Internet, der Microsoft, der Edge, die verwenden, also die unterstützen alle schon FLAC nativ, bis auf die ganzen Apple-Geräte natürlich. Dafür gibt es so einen JavaScript-Flag-Decoder, also der nennt sich Aurora. Also auch auf die ganzen Mac, also auf Safari und auf iOS wird auch Flag und ALAC unterstützt. Aber es wird halt per JavaScript dekodiert, dadurch ist es natürlich langsamer. Aber es geht. Und jetzt, das ist das nächste Beispiel, das ich da kurz demonstrieren will. Und zwar, wo sieht man da mal diese dunklen Bereiche? Level Example 2, ja, da sieht man diesen dunklen Bereiche und diese dunklen Bereiche, wie haben wir das da genannt, kann man wieder in der Legende schauen, Amplification Segments, dann gibt es noch so helle Bereiche, aber die sind glaube ich im nächsten Beispiel besser zu sehen. Das bedeutet, dass in diesen Bereichen, drücke ich mal auf den falschen Button, dass in diesen Bereichen eben ein hohes Gain von unseren Leveler angewendet wurde. Das kann man da natürlich schön sehen, weil da die Input-Datei ist, da haben wir noch die Legende offen, tun wir das schließen. Die Input-Datei ist natürlich da sehr leise und da sehr laut. Schauen wir mal, ob man das hört. Und da haben wir mit dem Pressesprecher gesprochen, Henrik Düker. Die Energiewende ist im Prinzip die einzige Möglichkeit für uns, eine... Und das heißt, in diesem Bereich wird von unserem Leveler natürlich viel Gain dazugegeben, damit dieser Bereich lauter wird. Und da ist eben ein Klassifikator dahinter, der schaut eben wirklich, ist da jetzt Sprache drinnen oder ist da jetzt irgendein anderes Nebengeräusch, dann würde das natürlich nicht verstärken oder atmen oder sonst irgendwas und dann hört man. Und da haben wir mit dem Pressesprecher gesprochen, Henrik Düker. Die Energiewende. Dann hört sich das natürlich ausgeglichen an. Dann sieht man da jetzt noch so andere Einzeichnungen, die wir bis jetzt noch nicht gesehen haben. Das ist dieses Orange da. Da gibt es einerseits ein Oranges und ein Gelbes. Das ist Fade Down, Fade Up. Was heißt das? Also, wenn man so einen großen Lautstärkenunterschied jetzt hat, wie man es da hat, muss man natürlich irgendwann den Lautstärkenregler sozusagen runternehmen oder rauf tun. Und ziemlich schnell, also wenn der Übergang so kurz ist. Und in diesem Bereich, wo diese Dinger sind, passieren diese schnelleren Fades. Es gibt natürlich überall langsamere Fades, aber das sind diese schnelleren Fades. Und das ist jetzt natürlich ein Fade-Up, also plötzlich ein Fade-Down. Also auf diesem Bereich haben wir einen hohen Gain gehabt, da ist viel Verstärkung gewesen. Dann gibt es da einen Fade-Down mit der Gain-Kurve und da ist jetzt weniger Verstärkung. Schauen wir, ob man das da hört. Ich habe gesprochen, Henrik Düker.
Henrik Düker. Die Energiewende ist im... Also im Endeffekt ist das genau an dem Punkt, wo eben der Übergang sozusagen ist zwischen den Bereichen. Das Umgekehrte ist dieses Gelbe, das ist ein Fade-Up, also da ist vorher sozusagen ein lauter Part im Input, da ist ein leiser Part, dann ist da wieder ein lauter Part, das heißt, da muss der Gain angehoben werden, genau in diesem Übergang, das sieht man da schon, und da muss er dann wieder runtergezogen werden, also wenn es dann da wieder laut wird. Hören wir uns da mal das Input an. Einfach auch eine Chancengleichheit mal geben. Unsere Energiemanagement-Professoren der Energiewirtschaft in Deutschland aussehen. Es ist für mich eine Notwendigkeit. Und da hört sich das halt wieder eine Chancengleichheit mal geben. Unsere Energiemanager nehmen sich, wie die Chancen der Energiewirtschaft in Deutschland aussehen. Genau, dann haben wir da wieder diese grünen Bereiche. Das heißt, bei diesen grünen Bereichen ist wahrscheinlich irgendeine Musik im Hintergrund. Hör mal. Und danach haben wir dann eben noch genauer die... Genau, also es ist Sprache, aber es ist halt eine Musik im Hintergrund oder irgendwas anderes. So, das waren jetzt diese Fades und diese Amplification-Segmente. Dann schauen wir uns das nächste Beispiel an. Und zwar Example 3. Kurze Frage. Ja? Also wenn blau Sprache kodiert und schwarz, nur dass es laut ist, kann man unterscheiden, ob da Musik laut gemacht wurde oder ob da... Also das ist immer Sprache, also dieses normale Blaue, sozusagen normale Sprache, dieses sehr dunkle Blau, was man da jetzt auf die Farben, Sprache, auf diesen... Das ist ja auch auf Sprache. Ja, das ist dunkles Blau, das sieht man auf dem Beamer jetzt nicht so gut. Aber wenn Musik lauter gemacht wird? Bei Musik wird das ganz anders geregelt, da gibt es diese Unterscheidungen in der Form nicht. Aber das sieht man jetzt bei dem Beispiel eher ganz gut. Da sieht man jetzt auch die ganzen Noise-Reduction-Segmente bzw. Hum-Reduction-Segmente. Und was ist das? Da ist jetzt am Anfang eine Musik, das war so ein Beitrag vom Kongress. Und so weiter und so fort. Und dann ist da eben so eine Anmoderation. Oder ist das die Rede vom Tim, glaube ich? Genau, das ist sozusagen die Rede und da hinten redet dann der Moderator. Schauen wir mal. Der Kongress vor 30 Jahren tatsächlich in Hamburg. Da. Und man merkt halt, das ist jetzt eine Aufnahme, die ist direkt vom Kongress. Also da wird das unterscheidet jetzt unser neues Reduction-Ding. Okay, hier muss ich ein eigenes neues Profil ausrechnen und hier anderes, weil das ist jetzt sozusagen die Studioaufnahme. Da sieht man hinten, da bei dieser Studioaufnahme ist anscheinend ein bisschen ein Brumm dabei. Und why you are here. And that's why I say thank you for coming. Der erst zum zweiten Mal in Hamburg stattfand, nachdem das BCC in Berlin am Alexanderplatz zu klein geworden war. Das ist dann eben der Studiosprecher sozusagen. Da haben wir wieder diese Übergänge, weil das da ist einfach leiser, das heißt, wir haben da wieder so ein Fade. Auto des Kongresses. So it's been 30 years and we have come a long way. From being a small group of inside us. Nobody came up with something. Ein Motto brauchte es natürlich auch nicht. So offensichtlich war das, was 2013 passierte. Und das sehen wir natürlich wieder in der Legende. Wenn wir einen richtigen Button drücken. Da haben wir jetzt eben diesen D-Hammer. Das sind sozusagen die Striche unten mit der Herzanzahl, welcher Netzproben sozusagen identifiziert worden ist. Und da die Noiser, das sind die einzelnen Segmente eben eingezeichnet und wie viel Noise Reduction in diesem Segment angewendet worden ist. Die anderen Sachen kennen wir schon. Gut. Gibt es ja noch das Gegenteil, wo Sprache runtergeregelt wird? Ja, ja, das zeige ich gleich. Ah, das habe ich vergessen. Da habe ich da ein Beispiel. Das heißt Blau, das ist weitgehend unbearbeitet geblieben ist. Wahrscheinlich kann ich das da zeigen. Das ist mein Example, das ich mal da aufgenommen habe. Now close to the microphone. Now I'm far away from the microphone and therefore very... Also da rede ich sozusagen leiser, das wird dann natürlich verstärkt. Und da hört man, da ist einfach so ein Atmen im Hintergrund. Also wenn ich jetzt nur verstärken würde, das sind jetzt eben diese grünen Bereiche, wenn das jetzt eine Sprache wäre, so leise, müsste das ja verstärken, sozusagen. Deswegen bei diesen grünen Bereichen, da ist sozusagen klassifiziert worden, da ist jetzt keine Sprache, deswegen muss ich das jetzt nicht aufziehen, so wie da jetzt.
Also das sind die grünen, also die helleren und die dunkleren Segmente, und das sind die normalen Sprachsegmente. Wofür steht grün dann in dem Zusammenhang? Das Hintergrundgrün. Das ist wieder, dass es weder Sprache noch Musik ist. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Das sind eben diese No-Amplification Segments. Ah. Ist kein besserer Name eingefallen. Und warum das war ja mal früher schon eine Debatte bei uns, und ich habe nie so richtig mir gemerkt, ob das eigentlich jemals drin ist, aber ich meine, sowas wie Atmen würde man ja eigentlich gerne komplett entfernt wissen. Warte noch ein paar Minuten und dann zeige ich dir da was. So. Nicht vorgreifen. Gut, dann gehen wir mal weiter zum Hauscleaner. Man sieht natürlich, das ist leider jetzt ein bisschen klein, der Bildschirm, die Auflösung, aber machen wir Fullscreen. Das ist leider ein bisschen zu klein jetzt. Aber man sieht natürlich, da kann man Videos und so weiter auch alles reinbauen. Killing time. Employees stealing company resources by killing time. Yes, we're gonna talk about that again today. Ja. This is part two. Falls wir gut, wenn wir eine gute Auflösung hätten und ein besseres Netzwerk, dann könnten wir da schön die Videos und Audio synchron Input-Output anhören und anschauen. Ansonsten ist da natürlich alles gleich, das war nur das Video-Feature. Dann, was man da auch noch ganz schön sieht, ist, das geht natürlich auch mit diese Audiogramm-Videos, das ist ja im Prinzip auch nur ein Video. Und ja, da sieht man auch, diese Production ist ganz schön, die hat viele Chapters und zu jedem Chapter haben sie auch ein anderes Bild. Also man hat dann so ein schönes Bildwechsel immer dabei. Man sieht da wieder schön den Leveler eben, zum Beispiel da, wie er eben diese leise Segmente da raufzieht. Und halt dann die Lautstärken ausgleicht, wenn man da vielleicht mal kurz... Ist auch schon gut eingedeckt mit jeder Menge coolen Sachen. Hallo, ich bin der Andi, wer seid denn hier? Ich bin die Nadine, ich werde Buchhändlerin bei Schmidt und Hart als Profilfach. Cool. Sie haben das Output an. Journalismus als Profilfach. Cool. Was habt ihr heute schon... Und da sieht man wieder schön die Fades und diese schwarzen Segmente und so weiter und so fort. Schauen wir dann nochmal kurz in die Production rein. Also da sieht man eben, der hat viele Chapters und auch diese Chapter-Bilder. Diese Chapter sieht man natürlich auch im Player. Die werden da oben hingeschrieben, nicht so aufregend. Und auf was wollte ich jetzt raus? Genau, weil das viele Leute noch nicht kennen, kurzer Exkurs. Wir haben jetzt so ein neues Help-System, also neu, also das Jahr mal eingeführt, wer das noch nicht kennt. Es gibt jetzt überall diese Fragezeichen daneben. Und dieses Help-System ist ziemlich umfangreich, also alles, was man eben... Ja, da wird halt alles ganz genau erklärt, was die einzelnen Felder sind, da kann man sich das alles anschauen, überall mit Screenshots vom Web-System, Productions, die ganzen externen Services erklärt, was man da einstellen muss, bla bla bla. Natürlich Multitrack, Presets, dann auch die ganzen Desktop-Programme werden da zum Beispiel erklärt, auch wirklich, was die Parameter heißen. Das steht, wo steht das? Da unten irgendwo. Also da wird es auch, was diese einzelnen Einstellungsfelder da heißen, wird da alles drin erklärt. Audio-Algorithmen werden natürlich erklärt, unsere API, diese Dokumentation für die API hat es schon länger gegeben, das haben wir jetzt eben erweitert mit dem anderen. Oder auch von den ganzen mobilen Geschichten. Also, wenn wir was nachschauen sollen, dieses Help-System ist mittlerweile schon ziemlich ausgefeilt und wird immer weiter gefeilt, weil das alles automatisch erstellt wird, direkt aus den Dokumentationen von da auch, was man da sieht. Das ist ein ganz schönes Ding. Gut, das war nur ein kurzer Exkurs. Dann kommen wir zu den spannenderen Sachen. Und zwar... Bla bla bla, haben wir schon gezeigt. Schauen wir uns da mal Multitrack jetzt an. Das ist wieder ein Multitrack-Beispiel, aber jetzt versuche ich doch noch einmal die Auflösung ein bisschen raufzustellen. Weil sonst ist der Screen ganz einfach ein bisschen klein.
Hoffen wir, dass das nicht wieder freest. Mhm. So. Beten, ja. Gut, das ist jetzt ein Multitrack-Beispiel. Ja, jetzt kann ich ja da meine Notizen lesen. Ja. Da sieht man, bei Multitrack ist es jetzt ein bisschen anders. Also wir kennen jetzt schon, also da ist der Output-Track, wie man da sieht, und da eben die einzelnen Input-Tracks. Die kann man einfach mit Klicken natürlich auswählen. Und in den Input-Tracks ist die Farbeinzeichnung gleich, wie das bei Single-Track war. Also da gibt es diese schwarzen Bereiche, was halt mehr verstärkt werden. Dann gibt es diese Fades, dann gibt es diese normalen Bereiche, wieder diese hellen Bereiche. Oder es werden natürlich diese Noise-Reduction-Segmente eingezeichnet, beziehungsweise da Hum-Reduction. Also diese Input-Files schauen genau gleich aus wie die Single-Track-Files. Hier haben wir einen Musik-Track, das sind die Musiksegmente. Und im Output schaut es ein bisschen anders aus. Im Output hat eben jeder Sprecher jetzt eine Farbe. Und jetzt haben wir natürlich drei Farben, das sind zufälligerweise genau die gleichen wie da, aber in dem Fall heißt es einfach, dass jeder Sprecher eine andere Farbe hat. Das sieht man natürlich auch in der Legende. Also beim Input ist es eben so, wie wir vorher schon gehabt haben. Beim Output ist jetzt gelb die Musik, schwarz ist der Martin, blau der Mike, dieses andere der Nate. Und hören wir da gleich mal rein. TV Podcast and we are your heroes for hire. My name is Mike. Und da sieht man auch eben diese gelbe Einzeichnung dahinter, das heißt, dass da im Hintergrund noch immer Musik spielt. Das sieht man da unten, dass da noch Hintergrundmusik ist. Das wird dann oben im Output-Track eben so leicht gelb als Hintergrund eingezeichnet. Dieses blaue ist jetzt eben der Mike Moody, man sieht es auch im Transkript. Jetzt hören wir uns mal da so eine Wechselpassage an. Like Steve Rogers sipping on that super serum, you know? Mm-hmm. Right. Did he sip on it? He sipped on it. I always thought it was more injected into it. Or even, so, though it's a giant test tube, I never got the impression that he sipped it. Just kind of casually. Like a fine mint tea. Yeah. Like, Just, you know, on a bad day when he's feeling kind of tough. Und so weiter und so fort. Ansonsten, ja, ansonsten hört man auch eben schön, dass eben diese in der Multitrack-Version werden eben diese ganzen Audio-Restaurations-Algorithmen natürlich per Track gemacht. Das heißt, man sieht da eben unterschiedliche Profile in unterschiedlichen Tracks. Da sieht man eben, dass da ein Brumm drinnen war. Das wird man da jetzt über meine Computerbox wahrscheinlich nicht hören können. Nein. Aber es ist. Müssen wir glauben. Und da zum Beispiel nicht in diesem Track und so weiter. Also das wird natürlich pro Track gemacht. Gut, nächstes Beispiel. Geht das so? Ja, das geht so. Das ist jetzt ein NSFW-Beispiel. Und was sieht man da? Da sieht man wieder viel Musik. Und zwar sieht man da jetzt eben zwei Farben für Sprecher, weil eben nur zwei Sprecher sind, also Holgi und Tim und Musik. Und da ist eben noch Hintergrundmusik, deswegen haben wir im Hintergrund diese Schattierung, beziehungsweise wir sehen sie direkt, wenn sie halt das Einzelne ist. Also die Sprecher überschreiben sozusagen in der Output-Spur immer die Hintergrundmusik. Ja. Und dann haben wir da jetzt noch was anderes. Das ist ein bisschen ein dunkleres Gelb, was man da auf dem Beamer nicht so gut sieht. Und das dunklere Gelb heißt, dass diese Musik jetzt im Hintergrund gegeben worden ist. Da ist die Musik sozusagen im Vordergrund. Da ist sie als Hintergrund klassifiziert. Also das läuft jetzt immer im Hintergrund, da können wir mal hören. Ganze so. Welche Rolle würdest du denn spielen, wenn ihr Also man hört dieses Geblabbel da einfach
im Hintergrund. Darf ich mir was aussuchen? Egal was ich sage, es ist immer falsch. Ne? Das ist gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Was? Beziehungsweise im Gegensatz, da, das ist wieder Vordergrund jetzt. Bangkoks, da war nie alles in Ordnung. Vielleicht macht der Höhle ja eine Bank auf. 200.000 Nichts Genaues. Und so weiter. Also das sind die verschiedenen Musikteile, also Hintergrund, Vordergrund. Dann gibt es da natürlich noch was. Und zwar... gibt es da auch eine schöne Production mit Musik. Da hat man jetzt wieder drei Sprecher und ein Musiktrack. Man sieht hier auch ein Intro. Also da ist nichts in diesen Tracks, das ist einfach ein Intro. Können wir mal hören. To discover a world of possibilities through stories told. Und in dem Fall ist das jetzt Musik, aber als Ducking spezifiziert. Das heißt, da haben wir da den Musiktrack, da die Sprache. Hören wir mal kurz da. Falls das Netzwerk das schafft. Hören wir lieber da. Thing is hardware, is software, is hardware. Also man hört. Welcome to the first episode. Also die Musik wird eben automatisch untergeregelt, wenn dieser Track zum Sprechen anfängt. Dadurch wird es da also dunkel eingezeichnet, beziehungsweise hell, wenn es eben im Vordergrund ist, wieder gleich wie vorher, und dunkel, wenn es dann in den Hintergrund zurückgelegt wird. Das sind wieder die drei Sprecher. Diese Spur ist diese dunkle, diese Spur ist die Farbe und diese Spur ist diese Farbe. Gut. Dann kommen wir jetzt zu was, was der Tim vorher gemeint hat. Das ist auch ein neues Feature. Sieht man das schon? No. So. Und zwar, was der Tim vorher angesprochen hat, ist ja genau das, dass du eben verschiedene Tracks hast bei Multitrack. Und teilweise ist halt der Sprecher, der sagt nur, oder halt atmet laut oder irgendwas. Das ist dann sozusagen auch... Das Problem ist, bei Multitrack werden ja die einzelnen verschiedenen Tracks werden ja gegatet. Das heißt, wenn so ein Track, da geht ziemlich viel ab. Das heißt, wenn so ein Track nicht aktiv ist, dann wird er einfach stumm geschalten, damit die ganzen Störgeräusche von diesem Track jetzt gar nicht reinkommen in diesen Output-Mix. Jetzt gibt es natürlich immer so kleine Dinger, die trotzdem passieren in diesen Tracks, wie man da sieht. Und man will natürlich nicht, wenn da jetzt nur irgendein kleines Rauschen ist oder Atmen, dass man deswegen diesen Track aufzieht, weil es natürlich komisch klingen kann erstens und natürlich die Störgeräusche reinholt. Und deswegen haben wir da jetzt einen neuen Classifier gebaut, wo ich gestern schon von zwei Leuten Kritik bekommen habe. Weil wir haben den vor ein paar Wochen, oder vor wahrscheinlich schon einigen Wochen schon online geschalten, aber am Anfang hat er natürlich noch nicht so gut funktioniert, weil wir erst am Datensammeln waren. Aber ich habe gedacht, das hat sich keiner beschwert, also wird schon egal sein. Aber jetzt gestern haben mir ein paar Leute gesagt, dass sie das doch bemerkt haben. Aber es hat mir keiner eine Mail geschrieben, also wenn irgendwas ist, bitte nur Mail schreiben, dann baue ich das einfach wieder aus. So, solche Experimente. Jedenfalls, ab jetzt soll es funktionieren. Falls nicht, mich anschreiben. Jetzt zeige ich mal, was das macht. Und zwar, man sieht da diese roten Striche schon. Und diese roten Striche, welcher Track, dieser Tennis-Track war, glaube ich, ganz interessant. Das war dieser Eintracht Frankfurt Podcast. Ist das der Dennis, der da ist? Ich habe keine Ahnung. So, man sieht ja schon diese roten Striche. Vor allem bei dieser Dennis-Spur ist eben oft das hinten so... Hören wir mal rein, ganz einfach. Also da hört man, wenn man was hört, dass eben das Gate auf sein Mikrofon aufgeht. Da kommt so ein leichtes Rauschen rein und das kommt jetzt dann natürlich ein Signal dazu, was nicht wünschenswert ist. Im Vergleich dazu kann man natürlich andere Signale anhören. Das ist jetzt auch nichts. Oder was haben wir da?
braucht also, man in diesem Modus, dass nur diese eine Spur aktiv ist? Du brauchst nur da reinklicken. Okay. Ja, wo du siehst, da steht Muted. Mhm. Wenn du da reinklickst, dann ist sie unmuted. Jetzt haben wir die Basti-Spur. Die dann mit einem Steckpass sowas aushebeln kann. Und das hat stattgefunden. Der hat das nicht in dem Maße ausgenutzt, wie das geil gewesen wäre, um zu gewinnen, aber... Oder in der Spur Mara, hören wir uns da so Sachen an. Das ist ein bisschen lauter, das kann man wahrscheinlich besser hören. Sehr interessant. Ja, was kommt da jetzt? Also den Laucher nimmt er zum Beispiel nicht raus, aber dieses... Oder was haben wir da? Oder noch ein Beispiel. Aber du unterscheidest das am Frequenzgang, nicht an der Länge, ne? Das ist irgendwas anderes. Jein, also man klar, ein Frequenzgang in dem Sinn, dass es, also es ist ein eigener Klassifikator, der halt einfach auf diese Files trainiert ist. Da sind natürlich alle möglichen Frequenzinformationen und was auch immer drinnen. Aber es hat schon auch mit der Länge zu tun, wir machen das jetzt nur für kurze Segmente, beziehungsweise auch nicht für alle kurze Segmente, man sieht manchmal so nicht diese Striche, das heißt dann, dass die sowieso weg sind, weil er sowieso nicht immer aufmacht. Aber wenn er jetzt aufmachen würde, sozusagen das Gate, dann wird geschaut, wenn das ein kurzer Style ist, wenn es ein langes Style ist, so wie da, dann kann man das eh nicht machen, weil dann ist da eh Content drinnen. Wer will die denn dann, wenn jetzt mal zu drei verliert in Lines? Aber wenn jetzt eben so ein kurzer Teil ist und du würdest jetzt, du weißt nicht, soll ich jetzt wegen diesem kurzen Teil das aufmachen, weil das zahlt sich eigentlich nicht aus. Und dann musst du halt schauen, okay, ist das jetzt ein, oder ist das ein Ja, was ja auch sehr kurz sein kann und eine Information beinhaltet, was eben am Anfang das Problem war, dass wir bei Ja oder so Sachen rausgeschnitten haben. Und ja, das macht das im Prinzip. Ich bin mittlerweile, wenn ich Podcasts höre, sehr allergisch gegen Rauschfahren. Also so ein kleines irgendwie Schmatzer oder Räuspern oder sowas, ja, stört mich eigentlich gar nicht, weil das dann im Gesamtmix irgendwie sich völlig verliert. Aber was ich wirklich nervig ist, was da so hinten reinzieht manchmal, weil das Geld einfach nicht schnell geht. Ja gut, das ist was anderes, weil das sind Pumpen-Artefakte. Genau. Also sowas gibt es bei uns sowieso nicht, weil unser Gate anders funktioniert. Ja. Sag mal so, wir sind durchaus Podcasts, die durch auch von Nick Laufen bekannt, wo ich das regelmäßig höre. Ja, wahrscheinlich haben sie vorher schon ein Gate verwendet, irgendwo anders. Das ist meistens das Problem. Man sieht es ja da bei dieser Spur vom Dennis schon. Da hast du ja auch so ein Pumpen schon drinnen. Wo haben wir so Beispiele gehabt? Wo waren der rote Strich? Da hörst du auch immer schon so ein Pumpen, siehst du? Das ist das Gate, was ihm da schon aufgeht, dann wieder zugeht. Die haben das halt vorher schon irgendwie gegatet gehabt. Jo, dann, das ist natürlich noch nicht alles. Das Überfeature ist ja, das kann ich jetzt leider nicht präsentieren, weil der Chromecast nicht funktioniert. Aber ich kann es einfach so zeigen. Das alles funktioniert natürlich am Handy genauso. Und zwar, ich zeige euch das jetzt einfach so her. Man hat da nämlich natürlich den gleichen Player. Und ich kann dann natürlich auf Fullscreen gehen. Also entweder so im Portrait-Mode, wo ich da, das ist jetzt eine Single-Track-Production, eben wo ich diese zwei Spuren bearbeiten kann. Natürlich kann ich in den anderen Mode wechseln. Wo du es gerade sagst, das war ja eigentlich jetzt ein interessanter Versprecher, wo ich es bearbeiten kann. Ich habe jetzt, also es ist ja letztendlich nur immer nur eine Ex-Post-Visualisierung. Ich hätte jetzt nicht die Möglichkeit, genau, da reinzugehen und zu sagen, nee, genau den Edit möchte ich da aber nicht haben. Oder ist das das Knaller-Feature, was gleich noch kommt? Na, aber dazu sage ich später noch was, ja. Okay. So. Ich würde auch gerade nachfragen, wozu brauche ich das eigentlich? Natürlich kann man das bei Multitrack auch machen.
Insofern die Screengröße das erlaubt. Also man hat dann halt die verschiedenen Tracks und so weiter. Und kann halt das am Handy ziemlich gut bedienen. Das einzige Problem bei iOS ist natürlich wieder, dass iOS diesen Fullscreen-Mode nicht unterstützt. Vielleicht geht es am iPad, das weiß ich nicht, aber am iPhone geht es zumindest nicht. Aber gut, man kann es da ohne diesen Fullscreen-Mode ist ganz ziemlich komfortabel bedienen. Dann hat man halt immer noch diesen Balken oben, wenn man in die falsche Richtung scrollt, aber es ist trotzdem bedienbar. Fullscreen-Mode ist natürlich besser. Also es war jetzt in beiden Fällen jeweils der Webbrowser. Genau, das ist einfach die gleiche URL, den wir da anschauen. Und es ist halt einfach das mobile Dialing dafür, also responsive. Jo, von der Performance her, das hat mich echt überrascht, wie gut es funktioniert, weil es extrem schnell ist, auch am Handy und so weiter und so fort. Also man kann da wirklich alles machen, was einem so beliebt ist. Und ja, was soll das Ganze natürlich? Also das ist jetzt sozusagen die erste Version von dem Audio Inspector. Und der Sinn ist natürlich, dass man, also für mich persönlich natürlich, um Fehler zu finden, um Sachen zu checken, beziehungsweise Leute können auch selber genau checken, wo was passiert und wo, ob es irgendwo Fehler gibt. Natürlich ist es sehr verlockend, dass man da Editing-Features einbaut, weil da im Prinzip ist das ja nicht viel Arbeit mehr. Wie zum Beispiel natürlich Transkripte bearbeiten oder wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, na diesen Ding, der war jetzt falsch und den will ich lieber raus haben, lauter so Späße. Theoretisch könnte man natürlich den kompletten Audio-Editor bauen, was jetzt kurzfristig nicht unser Ziel ist, aber kann natürlich schon mal passieren. Und das Lustige bei diesen Editing-Features ist, also einerseits werden wir mal weitere Visualisationen noch machen, was die Algorithmen so machen. Also ich habe jetzt natürlich nur ein paar Sachen gezeigt, die jetzt in der ersten Version einmal nach außen angezeigt werden. Da gibt es natürlich viel mehr Sachen, die man einzeichnen kann, die halt hauptsächlich für uns intern einmal sehr interessant sind, aber vielleicht auch nach außen freigeschalten werden. Und das andere Interessante ist natürlich, ich bin selbst schon auf so viele Fehler draufgekommen, seitdem ich mit dem Editor herumspiele, weil sonst sieht man das einfach nicht so in diesem Detailreichtum. Aber was eben schon interessant ist, wenn man so bestimmte Entscheidungen dann beeinflussen kann oder vielleicht auch Volume Curves einmal oder irgendwas, dann ist es natürlich auch für die ganzen Klassifikatoren total ein super Feedback, weil ich zum Beispiel sage, na okay, diesen will ich da nicht haben. Das heißt, ich kriege dadurch natürlich auch super Trainingsdaten, um so einen Algorithmus zu entwickeln oder beziehungsweise weiter zu entwickeln. Und es ist natürlich schon sehr interessant. Ja, zum Player. Also die Hauptarbeit vom Player, nur damit nicht ich da die ganzen Credits kriege, hat der Ben gemacht, der Ben Zimmer, den schon alle von Podigy kennen. Der hat sich da jetzt in den letzten Wochen und Monaten mit diesem Inspector beschäftigt. Und ja, er ist leider nicht da, aber ihm gilt der Dank. Dann, ansonsten, wir werden natürlich die ganzen Details zu dem Ding, nächste Woche werde ich dann einen Blogpost machen, wo ich das nochmal alles erkläre, damit man das nachlesen kann. Und, ja, das war's einmal von mir. Bei Fragen gerne. Hast du schon mal überlegt, dieselbe Ansicht auch in die Desktop-App einzubauen, so als Webview? Über das reden wir dann nächstes Jahr. Aber es wird natürlich passieren. Ja. Du hast doch schon immer die Funktion gehabt, dass man die Audio-Kurve als Grafik ausspielen kann. Mhm. Die war ja bisher jetzt nicht so spannend, aber... Das war das, ja. Genau, aber diese Wurst da oben mit Sprecherwechsel und so, ja. Und Musik, die wäre schon recht sportlich. Also im Prinzip, über diese Schnittstellen haben wir jetzt noch keine großartige Gedanken gemacht, aber im Prinzip sind die ganzen Daten für diese Visualisierung,
die sind alle in einem JSON-File. Also da sind einerseits die ganzen Waveforms, was eben da so angezeigt wird, und andererseits auch die ganzen zusätzlichen Daten, die eingezeichnet werden, die sind alle in einer JSON-Datei und aus denen wird das ganz einfach gezogen und dann dargestellt. Ja, also, wobei, wenn man das jetzt zum Beispiel in einem Player mit reinnehmen wollen würde, dann ist natürlich genau. Nicht so interessant, wo eine Verstärkung stattgefunden hat. Ja, klar. Ich rede jetzt quasi nur von der Variante, ja. Wo eben diese Musik- und Sprechergeschichte ja. Mit drin ist. Das gibt es schon sehr lang, das haben wir immer schon in unserer API drinnen. Also wo diese... Mit den Sprechern in Farben dann, oder was? Nein, Farben nicht, aber die Zeitpunkte von wo bis wo eben gewisse Sachen sind. Ah, du meinst wirklich die Visualisierung jetzt ja, an sich? Genau, also im Prinzip so wie da oben, bloß ohne die Audio-Korrektur-Information. Okay, verstehe. Sondern eben nur dieses hier ist Musik ja. Und hier spricht die Person, hier spricht die Person, hier spricht die Person. Das als Wurst. Oder ja, gut, aber im Idealfall auch als SVG, das wäre halt, also als SVG wäre es natürlich besonders interessant, ja. Weil das könnte man ja im Prinzip in einem Player dann mitlaufen lassen und hätte quasi da schon mal so eine ja. Klare Visualisierung des Gesprächsverlaufs. Genau, man sieht es halt, wenn man das jetzt im ausgezoomten Zustand anschaut, so wie da, dann ist es halt hauptsächlich eine Wurst, so wie du schon gesagt hast. Also das macht halt am meisten Sinn, wenn man dann auch wirklich... Wenn man da so einen reinzoomt, ja, man könnte ja. Im Player quasi immer nur so die aktuellen genau. 10, 20 ja. Sekunden irgendwie vorbeirauschen lassen. Mhm. So, also nicht in der Progressbar, wo du irgendwie immer auf die volle Länge blickst, sondern quasi immer nur auf so einen Ausschnitt mit 10, 20 Sekunden vorher, 10, 20 Sekunden zurück, da müsste man mal ein bisschen rumspielen, was ja. Der richtige Zoom-Faktor wäre, aber wenn man das quasi als SVG bekommt, könnte man das ja einfach durchlaufen lassen und hätte. Ja, ich weiß noch nicht genau, was man in meinem Kopf macht, aber ich glaube, das ist ganz sportlich. Ja, wird notiert. Team SVG. Du musst natürlich wieder die Multitrack-Sachen wieder auf deinem Server berechnen. Oder fällt das auch aus dem Desktop? Fällt im Moment nicht, weil das jetzt halt natürlich neu ist, aber das können wir natürlich in die Desktop-App auch einbauen. Wir werden natürlich in die Desktop-App auch diesen Player einbauen, das war ja eigentlich der ganze Sinn der Übung. Und insofern kann man das natürlich kombinieren. Das heißt SVG von Output-Spur für Web-Player. Und heißt das, also diese Klassifikatoren, die jetzt so atmen und kurze Unterbrechungen und Mikrofonkratzen erkennen und so, das ist jetzt nicht nur sichtbar gemacht worden, sondern ab jetzt nimmt ihr das auch erst raus oder wurde das schon rausgenommen und das schon nicht gemerkt? Das wurde schon rausgenommen, ja. Aber ja. Teilweise auf einer anderen Art und teilweise hat es noch nicht ganz funktioniert. Also da ändert sich jetzt nicht nur die Visualisierung, sondern es ändert sich auch gerade der Algorithmus? Der ist schon geändert. Hat sich schon geändert? Ja. Aber also, es ist super, dass man das jetzt sehen kann, weil ich halt oft von Hörern auf so bestimmte Stellen hingewiesen ja. Werde, oh, da ist die Musik komplett weggegangen genau. Oder da war irgendwas besonders laut oder besonders leise oder Musik zu laut und man konnte den Sprecher nicht hören, da man sich ja 4 Stunden nicht anhört, könnte man dann halt eben wunderbar da hingehen und sagen, ah, okay, da ist diese Stelle und das ist ja sicherlich Feedback, was du auch gut brauchen kannst. Genau, und vor allem bei Multitrack ist eben die Fehlersuche extrem schwierig, weil du schon so viele riesige Dateien runterladen musst und dann musst du wieder schauen, wo ist das jetzt genau. Und es ist eben da im Browser, kannst du eben schnell tschack und dann geht schon. Ja. Aber hier sehe ich ja jetzt nur den Gesamtoutput, ich sehe ja nicht quasi den Output der einzelnen Spur in den Gesamtoutput. Also es wäre ja interessant, wenn ich quasi sehen könnte für jede Einzelspur, was davon ja. Kommt letztlich in den Mix rein. Dann würde ich ja solche Stellen sofort erkennen können. Ah, na gut, du siehst das. Aber von dem Atmen ist nichts übrig geblieben. Das so meinst du, ja. Mehr, ja. Also auf die oberste Spur quasi nochmal einen Filter setzen können, welche der verschiedenen Summen da reinlaufen. Ja, oder, die cool. Oder die Einzelspuren, oder umschalten in sozusagen die Waveform davor und die Waveform danach sozusagen. Genau. Ja, einfach mit einer Tasse. Und ich würde euch auch empfehlen, anstatt muted, unmuted, einfach nur ein M, wenn es gemutet ist und sonst nichts. M? Was heißt M? Mute. Hast du das Standard in jeder DAW ist, wenn eine Spur gemutet wird, hast du da einen M-Button. Und wenn der an ist, ist es halt gemutet und wenn er aus ist, ist es halt nicht gemutet. Ja. Hier muss ich immer
hingehen und lesen, steht da muted oder unmuted. Ja, sonst muss halt der M lesen. Muss er lesen. Ja, aber das M ist da oder ist es nicht da? Ja, ist ja da auch schon. Da ist ja muted da oder nicht da. Und was noch helfen könnte, wäre halt auch die gemuteten Spuren vielleicht so auf 80% Transparenz zu setzen. Ja. Dass ja. So mir, passiert da rechts zu viel. Ja, bei diesen. Bei diesen optischen Details haben wir ziemlich viel herumgespielt. Im Moment wird das ein bisschen ausgegraut, siehst du? Das Problem ist, wenn du jetzt viel Transparenz setzt, dann siehst du gewisse Sachen ganz einfach nicht mehr und du wirst ja trotzdem irgendwie vergleichen können. Dann haben wir einmal so einen riesigen Mute-Button da in der Mitte gehabt, dass man ganz genau sieht, was jetzt nicht gemutet ist. Ja, an diesen Details kann man natürlich noch schrauben. Also an sich kann man sich da an Ultraschall orientieren. Also die Farben, die da benutzt werden, also zum Beispiel, dass eben der nicht aktive Mute-Button grau ist oder Solo oder sowas. Einfach mit mehr Farben auch an diesen Labels arbeiten. Beziehungsweise, ich würde euch vorschlagen, geht doch mal zum Sven und lasst euch mal zwei Farbpaletten geben. Weil unten haben die Farben eine andere Semantik als oben. Dann wäre es sinnvoll, wenn man oben auch aus einer anderen Palette herausgreift, weil dann kommen die sich überhaupt gar nicht erst in die Quere. Mhm. Ich glaube, das kurzfristig Nützlichste wäre wirklich noch vorher, nachher für eine einzelne Spur zu sehen. Weil jetzt hast du oben immer halt eine große Soundwurst, die dann nicht so viel Erklärungskraft hat, wie wenn ich das pro einzelner Spur nochmal nachvollziehen würde. Genau, ich will eigentlich wissen, ist dieses Störgeräusch auch durchgekommen? Entfernt? Jetzt kann ich es mir denken, aber ich sehe es halt nicht. Oder du kannst natürlich in die Output-Spur reinhören und schauen, ob es da ist. Ja, aber das ist immer überlagert von anderen Sprechern. Nein, nicht zwingend. Du kannst ja auch in der Desktop-App zum Beispiel die noch nicht gemixte, aber schon vorverarbeitete Einzelspuren hier ausexportieren. Schon. Die zum Beispiel im Reaper runterlegen, dann siehst du es jetzt auch schon. Trotzdem, aber da willst du es halt gleich in diesem U drinnen haben, dass du es halt gleich siehst. Also ich möchte natürlich auch diese irgendwann mal eine Production chasen nach Reaper Annotations Script haben, dass man das direkt im Reaper dann anzeigt oder sowas. Was meinst du? Ja, du meintest ja, das Ding nimmt sich das alles aus der neuen Production JSON. Ja, nicht diese Production JSON, was es im Moment gibt, aber genau. Ja. Dann kann man ja auch andere Parser schreiben, die dann halt das als Region in der Farbe im Reaper anzeigen. Klar, ja. Es ist nicht dein Job, sondern der Community dann, aber sollte ja dann relativ einfach machbar sein. Klar, also diese ganzen Einzeichnungen sind einfach immer Start, Endzeitpunkt und halt. Es gibt verschiedene Arten von Einzeichnungen, die sind halt definiert und dann halt immer jeweils Start- und Endzeitpunkt. Das war es im Endeffekt in Sekunden. Und da sieht man eben welche verschiedenen. Also für alle diese Dinger gibt es eben eine Einzeichnungsort sozusagen. Das war's dann. Jo. Noch weitere Überraschungen? Nein, muss ich was für die nächste Subscribe aufmachen. Ja? Ist es schon public oder was muss ich tun, um es zu kriegen? Ich muss es erst public schalten. Das mache ich jetzt sofort. Also mal los. So. Guter Punkt. Ich mache Farbfernsehen so eine Sekunde zu früh, bitte. Jetzt hier live im Raum, ja? Ja. Gibt es noch Fragen? Eine Frage hätte ich noch. Jetzt sagen wir mal, ich finde jetzt da irgendwas, was mir jetzt nicht gefallen hat von der Verarbeitung oder so, was ich jetzt quasi an euch melden würde. Ja. Das wäre jetzt natürlich ideal, wenn ich jetzt quasi da rechts draufklicke und dann quasi einfach dann das melden kann. Und dann gibt es was für sich die 10 Sekunden davor, die 10 Sekunden danach. Dann kann ich noch zwei Zeilen Text dazu schreiben und sagen, war zu leise, war zu laut und dann hättest du das ja. Das stimmt. Das wäre halt ideal, wenn du halt einen Workflow hast, wo du extrem schnell rausgebaut kannst. Ja. Das können wir sicher einführen, ne? Ja, weil ich glaube, jetzt müsste ich einen Screenshot machen und euch ja halt nochmal dann sagen, wo die Dateien genau sind oder so. Aber ich glaube, da kann man richtig schön nochmal so einen Workflow machen, um da relativ schnell was voranzubringen. Bei Digitieren erwarte ich ja eigentlich nicht, weil das Ding soll es ja automatisch werden. Genau. Genau, aber wenn ich das sehe, ich hätte gerne sowas, wie ich schnell sagen kann, das passt mir nicht, klick, fertig, hast du es halt auch relativ schnell verraten. Ja. Müssen wir machen. So, 3 Sekunden noch.
So, jetzt ist für jeden online.